Lincoln. Unser Thema ist Start-up. In Berlin haben wir eine ganze Menge davon. Wir gelten auch als die Hochburg in Deutschland, was Start-up-Unternehmen angeht. Aber du sagst, auch als FDPlerin ist es noch lange nicht genug. Mehr Mut, macht mal. Was würdest du sozusagen allen, die so überlegen und nicht sicher sind, ob sie es schaffen, sagen wollen? Also ich würde mir ehrlich gesagt wünschen, dass mehr diesen Schritt in die Selbstständigkeit wagen, dass sie bewusst die Verantwortung auch aufsuchen, das Risiko, weil ganz ehrlich, ich glaube, jeder Gründer, der es wagt, wird auch belohnt. Und wenn wir mehr Vorbilder haben, die auch bereit sind, mal über das ein oder andere zu sprechen, was vielleicht nicht ganz so gut gelaufen ist, glaube ich, würden wir auch ermutigen, noch viel, viel mehr mitzunehmen und noch mehr diesen eigenen Weg gehen zu können. Ist nicht ein Problem in Deutschland, dass Scheitern hier so verpönt ist? Man kennt es von anderen, die wirklich wie PayPal große Sachen aufgezogen haben, die aber vorher gefühlt 10, 12 Mal auch maximal und grandios gescheitert sind. Und hier ist es immer so, wenn du einmal scheiterst, dann gucken dich die Banken schon gar nicht mehr an, schon gar nicht von vorne. Also da muss sich doch eigentlich was ändern, damit die Leute nicht nur Mut haben, sondern auch das zweite, dritte, vierte Mal vielleicht Mut bekommen. Also absolut. Ich glaube, die Banken sind schön doof, wenn sie nämlich nicht jemandem eine zweite, dritte, vierte, fünfte Chance geben. Also du hast eben selber gesagt, PayPal hat es vorgemacht, aber genauso auch Lars Hinrichs mit Xing als Beispiel. Auch der ist erst gescheitert und hat dann den Weg über Xing gemacht. Und ich glaube tatsächlich, da müssen die Banken auch lernen, mehrere Chancen einzuräumen. Da können wir von Amerika tatsächlich lernen. Und ich glaube auch, dass wir mittlerweile es hinkriegen sollten, eine wirklich florierende Venture Capital und Business Angel Szene zu etablieren. Und auch da sollte Scheitern endlich als Mehrwert, als wirklich als Gewinnsituation auch in die Köpfe rein. Denn im Prinzip ist eigentlich ein Fehler erst dann einer, wenn er zweimal gemacht wird. Also zweimal derselbe sozusagen. Genau. Ja. Braucht man nicht auch eine andere Kultur, also eine Kultur des Unterstützens? Weil du sagst gerade Angel, also Angel Investor und Leute, die an der Seite sind, die Erfahrung haben, die auch Mut machen können, ja, oder einen auch zum Durchhalten sozusagen antreiben. Ich habe das Gefühl, da sind wir wirklich noch ganz am Anfang in Deutschland. Also ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich mehr Unternehmer begeistern können, die auch bereit wären, in so eine Mentorenrolle zu schlüpfen, die eben nicht nur Geld geben. Geld ist natürlich wichtig, aber es ist gerade in den Anfang nicht alles, sondern es ist eben dieses Mentoring, es ist auch mal Türen zu öffnen, es bedeutet auch mal zu helfen, vielleicht in eine andere Richtung zu schauen, einen Strategiewechsel vorzunehmen und auch all das kann natürlich ein gestandener Unternehmer, Unternehmerin viel besser beurteilen als jemand, der ganz, ganz frisch anfängt, manchmal sogar ja gerade von der Uni kommt und noch gar nicht die Erfahrung mit sich bringt. Und ich glaube, das würde wirklich auch viele ermutigen und helfen, diesen langen Weg auch erfolgreich zu gehen. Was macht die FDP, damit das sozusagen möglichst schnell so in diese doch sehr schöne Richtung geht? Ja, was kann Politik leisten? Ich glaube, Politik kann tatsächlich anfangen, eine Online-Gründung in 24 Stunden zu ermöglichen. Politik kann leisten, dass wir diesen Bürokratiewahnsinn endlich abbauen. Politik kann leisten, dass wir mehr Venture Capital zur Verfügung gestellt bekommen, nämlich indem wir die Rahmenbedingungen verbessern. Politik kann leisten, dass wir hier eine Willkommenskultur auch für Investoren schaffen. Also ich glaube, der Weg ist lang, aber trotzdem wird es Zeit, dass wir hier was machen. Berlin ist super, München ist super, Hamburg ist super. Bremen ist übrigens auch gut, es kann aber überall noch besser werden und wenn ich mir die Gründerquoten anschaue, die leider nach wie vor rückläufig sind und wir gerade mal 1,5% Gründer haben, muss ich sagen, da geht echt noch mehr. Da geht wirklich noch mehr und es gibt ja immer diese Bonbons, wenn jemand sozusagen kurz davor ist zu sterben und zu sagen, also was war das Schlimmste, was du gemacht hast? Und dann sagen die, nicht das, was ich gemacht habe, sondern das, was ich nicht gemacht habe. Das bereue ich. Und von daher sagen wir es einfach mal, habt einfach Mut, junge Leute, und nehmt alles in die Hand und nehmt eben auch Unterstützung in die Hand und fragt andere Leute und geht auch mal offensiv hin und sagt, kannst du mich unterstützen? Und dann tun. Vor allem, ich glaube, jeder, der fragt, wird auch Hilfe bekommen. Und jeder, der auch sich traut, wird auch dafür beglückwünscht werden. Und da kann ich nur jeden zu ermutigen. Dankeschön. Danke dir.